Hallo, ich bin Alicia Seiler. Ich bin Heilpädagogin bei Innovation BBA, das heißt Bildung, Beratung und Assistenz. Das sind die Inhalte, in der es auch in der Heilpädagogik geht. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, über das du, Achtung, vielleicht sogar gähnen wirst, weil es einfach ja sehr häufig zur Sprache kommt und immer wieder sozusagen in aller Munde ist. Und genau das ist aber der Punkt, warum wir nicht darüber gehen sollten, sondern mal hinschauen sollten. Denn in unserer wirklich sehr leistungsorientierten Gesellschaft ist es einfach so, dass es unglaublich viele Menschen trifft. Wahrscheinlich kennst du selbst zwei oder drei Personen in deinem Umfeld, die schon mal daran gelitten haben, oder du hast selbst schon etwas in die Richtung erlebt und erfahren. Als Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind wir für uns verantwortlich, uns selbst gesund zu halten, denn wir sind selber unsere größte Ressource, die wir haben. Wenn wir auf uns selber gut achten, dann können wir natürlich auch gut für andere da sein, und das möchten wir ja gerne. Wenn wir jetzt selber eingeschränkt sind in unserer Gesundheit, dann können wir auch ja wenig oder eben nicht mehr das geben, was wir gerne geben wollen würden. Genau. Und ja, vielleicht hast du es schon erraten, es geht um das Thema Gesundheit und es geht um das Thema Burnout. Das ist auch für mich selbst ein Thema, zu dem ich ein hohes Anliegen habe, weil ich selber auch schon dazu etwas erfahren habe. Schauen wir uns zuerst mal das Thema Gesundheit an. Gesundheit ist nach dem ICF so beschrieben, dass wir die persönlichen Faktoren haben. Dazu gehören unsere Körperstrukturen, also zum Beispiel Bein, Arm, Kopf und so weiter. Und die Körperfunktionen, wie dass ich sehen kann, dass ich hören kann, fühlen kann, solche Dinge. Das andere ist die Person-Umwelt-Dimension, also wie ich mit meiner Umwelt interagiere, wie meine Teilhabe ist, wie ich mich in meiner Umwelt bewegen kann und auch wie eingeschränkt ich mich vielleicht dabei fühle. Das andere sind die Hintergründe, das ist die Umweltdimension, da geht es dann eher um solche Sachen, wie bin ich zum Beispiel aufgewachsen, in welchem Milieu, wie ist meine Sozialisierung, genau, und diese Dinge, die kommen dann zusammen und bilden, wenn ich über so ein Häkchen dran machen kann, meine Gesundheit. Und wenn jetzt ein Teil ja ohne Häkchen versehen ist, dann wirkt sich das natürlich auch auf die anderen Bereiche aus und es führt dazu, dass wir nicht gesund sind. Und woran viele zuerst denken, wenn es auch um das Thema Stress geht oder das Thema Burnout geht, ist erstmal die körperliche Ebene, ne? Dass man einfach merkt, vielleicht schlafe ich nicht mehr so gut, man ist schneller gereizt, man verhält sich vielleicht auch anders, vielleicht merkt man es auch daran, dass man zuerst andere Verhaltensweisen bei sich bemerkt, aber auch die emotionale und auch die mentale Ebene sind dadurch eingeschränkt oder betroffen irgendwie. Genau. Und das ist quasi das, woran wir erkennen können, dass etwas im Inneren, in der Verarbeitung nicht so ganz gut funktioniert hat. Denn das ist die Stressreaktion, an der wir ja beobachten können, das Verhalten verändert sich, die körperliche Ebene verändert sich, die emotionale, vielleicht auch die mentale Ebene. Da ist irgendetwas anders. Und an diesem Anders können wir festmachen, da müssen wir mal drauf schauen. Und das, was eigentlich dahinter steht, das sind Dinge, die mich zum Beispiel stressen können. Das sind meine eigenen Stressoren. Und Stressoren sind eben nicht bei allen Menschen gleich. Die eigenen Stressoren, das können ja sowas sein wie Leistungsanforderungen, zu viel Arbeit, soziale Konflikte, Zeitdruck oder Störungen von außen. Bei mir persönlich ist es zum Beispiel ein Ding, das ich auf jeden Fall weiß, ich kann keine 100 Sachen gleichzeitig machen. Wenn ich mich konzentriere und eine Sache mache, dann funktioniert es gut. Und wenn ich anfange, Dinge parallel nebenbei irgendwie so zu machen, dann fängt es an zu flattern, dann wächst der eigene Stressdruckfaktor. Und wenn man dann noch so persönliche Stressverstärker hat, wie Ungeduld, Perfektionismus, Kontrollstreben, also dass man ja nicht die Kontrolle abgeben kann, dass man irgendwie so ein Einzelkämpfer ist oder sich selber neigt auch so schnell, sich selbst zu überfordern. Wenn das dann noch dazu kommt, dann kann man es meistens im Außen auch sehen und dann gibt es diese Stressreaktion. Jetzt ist erstmal so eine Stressreaktion ja was total
Normales und auch sicher sehr Gesundes, weil es zeigt uns, hoppla, da musst du jetzt aufpassen und musst etwas ein bisschen anders machen. Also erstmal eine gute Sache, dass wir das haben. Wenn ich jetzt nicht darauf höre und mich nicht dementsprechend verändere in meinem Verhalten, sondern einfach so weitermache, was meistens auch der Fall ist bei Menschen, die in Burnout kommen, die merken das schon vor, aber es geht halt immer munter so weiter, dann entsteht ja das, was eben nicht mehr gesund ist. Dann kommt es zu einer langfristigen, dauerhaften Disbalance und dann entstehen weitere Krankheitssymptome häufig. Dieses Modell mit den eigenen Stressoren, den persönlichen Stressverstärkern, mit der Stressreaktion, das kommt von dem Herrn Kaluza und nennt sich die Stressampel. Das blende ich jetzt mal kurz ein. Was man festgestellt hat, was eben so persönliche Schutzfaktoren sind, das heißt, dass die Stressoren, die von außen kommen, gar nicht so viel mit mir anstellen können, dass ich da, ich sag mal, wie so eine kleine Immunität dagegen habe. Das sind soziale Beziehungen. Also das hat man wirklich in allen Studien feststellen können. Soziale Beziehungen sind ein unglaublich hoher Faktor, da eine gewisse Stärke einfach auch zu entwickeln. Die Selbstwirksamkeitserwartung ist unglaublich wichtig in diesem Punkt auch. Da geht es darum, erwarte ich von mir selber, dass ich mich aus einer schwierigen Situation wieder lösen kann, dass ich sie bewältigen kann. Wenn ich so eine Selbstwirksamkeit, also dass ich wirksam sein kann mit meinem Verhalten auf Dinge, die von außen passieren, wenn das hoch ist, dann habe ich eine sehr hohe Chance, sehr gut wieder aus so einem Stresserleben oder auch einem Burnout wieder rauszukommen. Wenn ich jetzt glaube, zum Beispiel, weil ich entsprechende Vorbilder habe, dass sich die Situation für mich gar nicht verändern kann oder gar nicht verbessern kann, wie zum Beispiel so ganz klassisch Menschen, die in einem sozial schwierigen Milieu aufwachsen und sehen, ah ja, ich habe keine Perspektive und auch nicht mehr daran glauben, selbst eine Perspektive zu haben, die haben es natürlich enorm schwer, sich da wieder rauszuarbeiten. Die emotionale Kompetenz ist eine unglaublich wichtige Fähigkeit, selber seine Emotionen wahrnehmen zu können. Und das ist auch was ich, glaube ich, in jedem Gespräch mit anderen Menschen feststellen konnte, die auch schon mal ähnliche Situationen erlebt haben in Richtung Burnout. Man hat kein Gefühl mehr für sich selber. Also diese emotionale Kompetenz geht auf eine gewisse Art und Weise verloren, weil man nicht mehr auf sich selber hört. Und das ist was so zentral wichtig ist. Denken, fühlen und handeln im Einklang. Das macht uns gesund. Und in unserer Gesellschaft, was machen wir? Oh, es fühlt sich nicht gut an. Wir denken, das ist nicht so eine tolle Idee. Aber wir machen das. Warum? Weil wir dafür bezahlt werden, weil wir es aushalten wollen für jemand anderen, aus vielen weiteren Gründen. Und es führt dazu, dass wir permanent eigentlich in Situationen sind, in denen wir anders fühlen, anders denken, als wir handeln. Und das macht uns krank. Meiner Einschätzung nach ist das ein viel, viel größerer Faktor, ein ganz, ganz großer Stressor, den wir haben, den wir auch permanent haben, der so viel wichtiger ist, als zum Beispiel, wie viel ich arbeite. Also es geht darum, wie arbeite ich? Bin ich einverstanden mit dem, was ich tue? Möchte ich das machen? Fühle ich mich in Ordnung damit? Und wenn ich mich nicht in Ordnung damit fühle, dann entsteht eine innere Reibung. Es wird einfach schwer. Dazu gehört auch die intrinsische Motivation. Will ich etwas machen? Will ich handeln? Das hat auch wieder mit diesem Fühlen und Denken zu tun. Weil wenn ich nicht intrinsisch motiviert bin, das nur extrinsisch mache, ne? Also nur fürs Geld, nur dafür, dass jemand anders vermeintlich Zuneigung gibt oder ja, um jemandem zu gefallen oder welche Punkte da auch immer dazukommen, dann auch, ne? Entsteht Reibung und es passt nicht und wir werden krank. Und dann natürlich ganz übergeordnet in Alltagssinn im Leben entdecken zu können. Also nicht nur in einzelnen kleinen Situationen, sondern insgesamt so ein Gefühl zu haben, es gibt einen Grund, warum ich hier bin und das ist eine gute Idee, dass ich hier bin und ich entdecke einen Sinn im Alltag, im Tun, in meinem Leben. Das macht uns gesund. Dazu gibt es ein ganz tolles Modell, das heißt Ikigai. Vielleicht hast du das schon mal gehört.
blende es auch mal kurz ein, damit du mal dir das anschauen kannst. Ikigai sagt, wenn das, was du tust, beruflich, auch das ist, was du liebst, wo du selber einen Sinn da drin entdeckst und dann noch etwas ist, was du auch kannst, wenn diese Dinge zusammenkommen, also mit Leidenschaft, mit einer gewissen Aufgabe, mit deiner Berufung, dann bist du gesund. Das ist das ganze Geheimnis. Und es hört sich jetzt so einfach an und ist natürlich nicht so einfach umzusetzen, aber Schritte in die Richtung zu gehen, kann auf jeden Fall Sinn machen. Authentisch sein zu können, das ist eben dieses Fühlen, Denken, Handeln im Einklang. Das bedeutet eigentlich auch, selber sein zu dürfen, so wie man ist. Und das ist ein ganz, ganz großer Faktor, der uns hilft. Jetzt ist natürlich interessanterweise gerade im Sozialwesen, wo man eigentlich denken sollte, das ist ja so eine Sparte, in der man vielleicht eher authentisch sein kann, es ist relativ verpönt, authentisch zu sein. Sagen zu dürfen, was man wirklich denkt, mutig zu sein und für die eigenen Interessen, für die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Ich kenne das von Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, die halten 11 Stunden Dienst durch, ohne auf die Toilette zu gehen. Man trinkt nicht, man isst nicht. Ist im Kindergarten, in der Jugendhilfe, in Behindertenhilfen, überall das Gleiche. Die Menschen achten nicht mehr auf sich selbst. Und es ist auch nicht authentisch sein, weil ich vergesse mich selber ja ganz. Das ist ja nicht authentisch sein. Wie gesagt, ich habe eigentlich Hunger, ich hätte eigentlich Durst, aber meine ganze Konzentration geht auf die andere Person, die braucht das jetzt. Das ist auch nicht authentisch und alles andere als gesund. Und wir wissen das, machen es trotzdem. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn es dann doch mal zu so einem Zusammenbruch kommt. Weil ich das wirklich selbst erlebt habe, kann ich sagen, das macht keinen Spaß und ich würde, oh, wenn ich es könnte, ich würde dich so gern davor bewahren. Tu das, was du tust, intrinsisch, weil du willst. Und achte darauf, wenn du selber das Gefühl hast, merkst, ich fühle mich da nicht wohl damit, ich kann da nicht dahinter stehen, dann handle auch dementsprechend. Mach das nicht einfach weiter. Schau auf dich selbst. Bis zum nächsten Mal.